Hallo zu einer weiteren Folge. Heute geht es um die Abmahnungen wegen Google Fonts durch Martin Ismail. Was ist das Problem? Also, ein Herr namens Martin Ismail mahnt durch die Republik ab, vertreten durch einen Rechtsanwalt namens Kilian Lehnert. Der Vorwurf, die jeweils abgemahnten oder zumindest angeschriebenen benutzen Google Fonts, also Schriftarten von Google, und binden diese Schriftarten direkt von den Google-Servern ein. Das Problem dabei, was tatsächlich auch so stimmt, die IP-Adresse der Seitenbesucher wird bei dem Vorgang des Ladens der Google-Schriftart an Google übermittelt. Und naja, das verstößt halt gegen die DSGVO, gegen die Datenschutzgrundverordnung, denn die verbietet es, Daten zu verarbeiten, wenn es nicht zwingend für den Aufbau einer Website notwendig ist. Und das ist gerade hier bei einer Google-Schriftart nicht der Fall. Zudem gelangen die IP-Adressen an Google-Server in den USA. Die USA gelten nach Maßstäben der DSGVO als unsicheres Drittland, denn US-amerikanische Behörden können theoretisch auf solche Daten wie die IP-Adresse zugreifen. Was ist jetzt davon zu halten und wie reagierst du richtig? Also generell, ich habe schon mal gerade gesagt, der Vorwurf ist nicht unhaltbar. Also der Vorwurf ist eigentlich begründet. Du darfst keine Google-Fonts von Google-Servern einbinden, wenn nicht der Seitenbesucher einverstanden ist, also einwilligt mit der Datenverarbeitung, und er müsste theoretisch auch dazu einwilligen, dass seine Daten in ein unsicheres Drittland wie die USA gesendet werden. Daher Best Practice natürlich das Einbinden der Google-Schriftarten von deinem Server, also das lokale Einbinden, denn dann gelangt keine IP-Adresse an Google. So, und was ist jetzt von diesem Schreiben zu halten? Martin Ismail lässt durch seinen Anwalt Kilian Lehnert mahnen, ich sag gleich, warum es eigentlich keine echte Abmahnung ist, und behauptet, er sei in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, dadurch, dass eben seine IP-Adresse an Google wandert. Es ist allerdings so, dass es sich hier um eine massenhaft versendete Abmahnung handelt. Es gibt schon so viele Fälle in Deutschland, dass es eigentlich unmöglich ist, dass ein Mensch wie Martin Ismail da selbst Websites besucht, Screenshots anfertigt, die seinem Anwalt gibt und der Anwalt dann individuelle Abmahnungen verschickt. Es ist eher sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Herr Ismail oder auch einfach der Anwalt einen Crawler nutzt, also ein automatisiertes Tool, mit dem er dann Websites danach untersucht, ob Google-Fonts lokal oder von Google eingebunden werden. Und dann werden diese Schreiben verschickt. Warum ist das kein echtes Abmahnschreiben? Eine Abmahnung hat gewisse Voraussetzungen. Gehen wir sie nochmal kurz durch. Eine Abmahnung muss den Rechtsverstoß einigermaßen genau bezeichnen, sodass der Abgemahnte weiß, was er falsch gemacht hat. Es müssen gerichtliche Schritte angedroht werden für den Fall, dass nicht eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben wird. Und es muss eine Frist gesetzt werden. Zur Abgabe einer strafbewährten Unterlassungsaufforderung fordert aber dieses Schreiben gerade nicht auf, und es werden auch keine gerichtlichen Schritte angedroht. Es wird nur die Zahlung von 170 Euro verlangt, mit der Mitteilung verbunden, dass, wenn dieser Betrag rechtzeitig eingeht, man dann die Sache auf sich beruhen lässt. Also es ist keine echte Abmahnung, sondern eigentlich eine Zahlungsaufforderung. Wie würde ich reagieren? Ich persönlich kann dir natürlich jetzt keinen Rechtsrat erteilen. Ja, dazu müssten wir ein Mandatsverhältnis haben. Ich kann nur sagen, was ich persönlich mache. Ich persönlich würde es nicht zahlen und würde mich dann tatsächlich ein Herr Ismail in Anspruch nehmen, und zwar vielleicht vor Gericht, dann würde ich mit dem Argument des Rechtsmissbrauchs antworten und würde vortragen, dass es gar nicht sein kann, dass er in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Ich verstehe aber auch Unternehmen, die sagen, 170 Euro ist so wenig Geld für uns, die bezahlen wir lieber sofort und haben dann sofort Ruhe und haben überhaupt gar keine Lust, näher über diese ganze Sache nachzudenken. Kann ich auch verstehen, wenngleich es natürlich moralisch extrem verwerflich ist, was dieser Anwalt tut, wenn es tatsächlich so ist, was ich und was übrigens auch viele andere Anwälte glauben, wenn mit Crawlern gearbeitet wird und es da gar keine echte Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Was du dir jetzt unbedingt merken musst, ist, stelle unbedingt deine Website von der Einbindung von Servern geladener Google Fonts auf die lokale Einbindung um, und zwar sofort, weil dann gibt es für diese Abmahnungen schon gar keine Berechtigung. Wie das genau funktioniert, dazu gibt es Anleitungen im Internet. Ich verlinke eine unten in den Shownotes. Ein kleiner Tipp: Wenn du WordPress nutzt, ist es ganz einfach, diese Google Fonts mit Plugins zu unterdrücken bzw. lokal einzubinden. Wenn du kein Plugin möchtest, kannst du das auch manuell machen, indem du die Schriftarten von Google auf deinem PC runterlädst, auf deinen Webserver hochlädst und dann gewisse Veränderungen am Code, also am
CSS, am Cascading Style Sheet vornimmst. Du musst also praktisch deiner Website dann im Rahmen der Cascading Style Sheets sagen, wo die Google Fonts dann künftig zu finden sind, also an welcher Stelle auf deinem Server. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, dass oder ich wünsche dir, dass du nicht auch von so einem Schreiben betroffen bist oder künftig noch betroffen sein wirst. Wenn ja, denk an mich. Wenn dir dieser Beitrag hilft, würde ich mich über ein Like und ein Abonnement sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit. Mach's gut. Ciao.